No more 4th of July fireworks after last year. Kann man jetzt hier noch irgendwas machen? Vielleicht finden wir jetzt hier noch das Werkzeug, was wir brauchen. Dad is actually kind of a secret geek. Maybe a nerd. Oh, ich hoffe so sehr, dass er nicht stirbt. Dad used to go see them all the time. Can old people be cool? Das Bild. Running the garage was Dad's dream. I'm proud of him. Honestly. Damn. You can open a hardware store with all of this. Was haben wir denn da? Religiöses. Dad's had this forever. I'm glad he doesn't make us go to church. Ich weiß aber noch nicht, was wir gebraucht hätten, aber wahrscheinlich das da. Wie gesagt, ich bin kein Mechaniker. Ah, yeah. I tried to read that. Snooze. Dad loves all that political crap. Naja. Gehen wir mal weiter. Verdammt, sind wir ehrlich, wer am längsten? Ich sag's euch, guck mal, wir haben $43. Ich bin begeistert. Ich bin echt begeistert. Achso, wir hatten ja noch eine Nachricht bekommen. Hey Diaz, ich habe gehört, du wirst Murphy flachlegen. Was ist das denn? Okay. Gotta go back to the living room and load the backpack. The backpack. Packen. Wir sind ja immerhin noch anständig geblieben. Wir haben Decke, wir haben Kondome, wir haben Kekse und wir haben Limo. Verdammt, sind wir langweilig. Ja. Hätte ich mich entschieden in meiner Jugend, wenn ich jetzt nicht wüsste, ob meine Eltern eine Übersicht über das Alkoholische hätten. Finally, ready to go. Ich hätte time to Skype Layla on my laptop. Finally. Now I can Skype with Layla. Was? Oh, da, neues Inventar. Ach, hier haben wir noch einen USB-Stick. Ich weiß nicht mal, was da drauf ist. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Na gut, wir haben Geld gekriegt, dann können wir immer noch Alkohol kaufen. Nicht die besten Kekse, aber die werden so heiß sein, dass es nicht egal ist. Ich bin vorbereitet, falls es da draußen kalt wird. Vielleicht gefällt Jen das. Halt, hier wollte ich hin. Das nehme ich besser mit zur Party, nur für den Fall. To get this party started. Siehst du, da fällt mir ein. Altes Essen. Dad hates sushi. But he orders it anyway for us. Einsetzen. If things go well, should I bring Jen back here? Maybe Dad won't like her, or she won't like him. Ich glaube, den Vater hassen. She could get along ich finde eigentlich, Daniel. Das ist ziemlich cool. Also ich finde den Vater bis jetzt ziemlich cool. Hier ist noch ein Buch. I'm not that into cars, but these are pretty bitching. Ich glaube, dann haben wir ja alles, oder? Ich habe irgendwie noch keine Zeitung gelesen. Kann das sein? Oder gesehen? Das sind DVDs. Papas Zimmer. Do not enter. Ever. Trust me, Dad. I won't. Ja, irgendwie so richtig so zeitungstechnisch. So wie in den... Habe ich jetzt noch nichts gefunden. Kann das sein? If I don't Skype soon, Layla will send me 100 messages. Where are you? Hurry up, asshole. Ich fällt aber gerade ein. Warte mal gerade. Wenn wir ein Ladekabel mit haben. Altes Handy. Das konnte man jetzt aber nicht nehmen noch, ne? Dad wants me to keep this junk as backup.
Okay. Right. Oh, Zeitschrift. I think I know what to ask for Christmas. Also wenn du Jen hierher bringst, mein Guter, dann solltest du aber vorher ein bisschen aufräumen. Was hinsetzen und zeichnen? Oh, komm. Lila will survive if I take 5 to practice my drawing. I should take a good look at the subject before drawing. Bewege die Kamera. Oh. Kann ich dann jetzt da was zeichnen? Moment. Hier sind immer noch 11 Seiten. Kommt vielleicht noch. Egal. Ich wollte jetzt zum Computer. Der war hier. Layla anrufen. So, dass man eine Runde geskypt. Oh, lover boy. Just give me a minute. Gee, where did I put the... hold on. Okay, hi. Did you get everything on your hand list? It's all in my backpack, yeah. Dad hooked me up with some cash, so we're set for the night. In case we need anything else. Or if you and Jen need anything else. Ooh la la. Okay, serious talk. What are you gonna say to Jen tonight? Well, I don't know. Play it cool, talk about the gig last week, get to know her tastes. Oh, oh my god. You did rehearse your moves for tonight. You're totally into her. Sie ist super cool. Ja und? So what? I don't have any game. These are uncharted territories for me. You're super cute. Just be yourself. That's why she's into you. Sean! I'm done, look! I made zombie blood. It's, corn syrup and food coloring. Ja, das ist cool. Hi, Lila. Habe ich auch schon gemacht. Funktioniert wirklich, ist super. Just bugging the shit out of me again after I told you to knock? Yeah, I know. Anyway. Sean, you're an asshole. What's your problem? But... I want to see zombie blood if you don't. Du hast recht, tut mir leid. Komm. Sorry, sorry. I'll make it up to him. He knows I can be a dick. I'm just stressed out about tonight. Oh, please. We're gonna have so much fun. Maybe tonight's the night. Don't jinx me. Jinx? I'm your lucky charm, bitch. Okay. So when are you coming over? I just have to hit up the momster for the car keys and hope she doesn't make me lie too much about the party. I'm already in trouble from last time. This time, don't get caught. Yeah. When I see that drawing. Ehrlich, wer hat am längsten? Okay, komm. Hold on. This might be my masterpiece. Well, yeah. It's my portrait. Oh, shit. Jen just posted her outfit for tonight. What? On her wall. You should check it out. It might... Also es ist aber blöd, die reden, dann liest du den Text, dann kriegst du das andere nicht so mit und dann liest du wieder da. You know something called multitasking? That's a girl thing, no? Don't touch it. It's for Halloween. Oh, kann man den Jungen... Ich würde ihn gerade wieder reinlassen wollen. Kann ich jetzt hier nicht wie ein bisschen gehen oder so? Oh, Fidget Spinner. So, can't wait to get out tonight. This week was hell. And I have to work at the store this weekend. You're still allowed to get wrecked at the party. Oh, ja, ist ja auch eine super Idee. Yeah, dude. That will impress Jen. Super. Girl, I'm so wasted. Let's chill. I'd be impressed if you did that. Hold on, okay? Oh. Something's going on outside. What do you mean? Hey! Kaida ärgert unseren kleinen Bruder. Look at my shirt, asshole! What's the big deal? It's Halloween. Don't ever touch my brother. You hear me, Brett?
Fuck you, Diaz. He got his fake blood shit all over my shirt. Look. Ja, das wäschst du einfach. You better leave us alone. Oh yeah, go hide in your dad's garage. Pussies. You think you own the block? Was? Denn ihr beschuldigen Brett konfrontieren. Dude, step back. He didn't mean it. He's a fucking kid. He's a fucking retard. What? What did you just say? You heard me, bitch. Don't ever touch him again. Or what? You gonna get your daddy? Hey, asshole. I don't need him to protect me from you. Oh, you want to go? Oh yeah, motherfucker? Then go back to your own country. Whoa! Sean, you hit him. Get inside now. Sean! You're dead. Er hat angefangen. Bitch. Hey. You and your whole fucking family are going to jail, losers. Ich würde jetzt gerade irgendwie. What's going on? Me. Daniel, get over here. Sean, is he hurt? Okay. Okay, step away. Now. Calm down, officer. Shut up. And step back. On the ground. Now. Hey, wait. This guy was beating up my little brother. Now. Hands. Wir werden wieder beschuldigt, weil wir die Mexikaner sind, oder was? Bullshit. Oh, Scheiße. Oh, no. Sean, what's Get happening? On the ground, sir. Dad. We didn't do Sean, anything. Sean, be quiet. I swear. Officer, listen. Oh, I'm sorry, Dad. Daddy, be quiet. I want to go home. They're good kids, officer. Don't move. I'm sure they didn't do anything. Don't move. Nein. They didn't Daniel, do anything. It's gonna be all right. On the ground. Whoa. Scheibengleister. Oh, fuck! No way! No! Oh. Daniel! Hey! Come on! Daniel, come on! We gotta go! Ach du Gott. Oh, krieg ich gleich Gänsehaut. Oh Gott. Ach. Oh Gott. Oh, ach Gott, ich bin jetzt immer noch ein bisschen, Oh Gott.
No, man. Oh Gott, ich werde... We can't stop here. We gotta keep going. No pouting, okay? Come on. But... My feet really hurt. These shoes suck. And we've been walking for 4 days. What? Only 2. Don't even try that shit. And my back hurts from sleeping under that stupid bridge. Yeah, so does mine. I was there too. Just knock it off. Ach Gott. Hate it when you act like this. This is how people camp in the woods. It's not like being in a home or in your room. This is a real adventure, right? So, come on. Let's hit the trail. Seriously. Ich glaube, so wirst du nicht weiterkommen, Sean. Ich wollte gerade sagen. Where is Dad? Hat er es vergessen? Daniel, come on. We gotta go. Nimm ihn doch einfach in den Arm. Why isn't Dad with us, Sean? Doesn't he want to go camping too? Yes, but I told you that he can't. I told you. Okay? Okay. Er hat's vergessen. But I'm so sick of walking. I just wish I was back in my room. I know. Hey. At least we don't have to go to school on Monday, right? Yeah. Look, everybody's gonna be so stoked when they find out how far you walked. Really? Really? I bet Dad would be too. Do you think we walked, like, maybe 100 miles? Probably 200. Feels like it. Ooh, awesome possum. But next time, Dad better get me a good pair of shoes. Like yeah. Yours. Dude, Bigfoot doesn't need good shoes. I'd rather be a wolf. Ow! We could be wolves. Yeah. Yeah, that works. Just work on that howl. Hey, you know what? Let's see if you can walk the whole way without complaining once. Huh? Like, you don't whine too? I don't whine. I tag your ass and run. You're right. No way. Not fair. Whatever. Okay. I'm a zombie, and I'm gonna eat you. Gehen die dann jetzt hin? Oh, er hat die Maske verloren. Oh Gott, ich kriege jetzt schon Gänsehaut, wenn der Junge erfährt, was passiert ist. Ich weiß nicht, ich würde es verheimlichen, ich würde ihm das nicht antun. Ich glaube, der hat echt alles vergessen. Der Streit und. Wahrscheinlich war das jetzt mit dem Vater so ein Schock. Aber ich frage mich jetzt immer noch, ob der Kleine diese Schockwelle ausgelöst hat oder ob es der Große war. Ich meine, beides ist möglich, man hat es ja nicht genau gesehen. Man weiß nur, dass die beiden nebeneinander lagen und dass es dann passiert ist. Aber ich fand es trotzdem blöd, dass der Polizist da mit der Waffe und... dass er die beschuldigt hat, nur weil die, sagen wir, Migranten-Hintergrund haben und so, das ist halt immer... Ja, kenne das leider zu gut von einigen aus der Klasse früher, aus der Schule. War auch einer, dein Vater war Kubaner. Da hat er auch gesagt, wenn der mit Kumpels unterwegs ist, was die auch, je nach dem Ausweis, er gefragt wurde, wenn seine Kumpels alleine waren, fast nie. Nur wenn er irgendwie dabei war, besonders wenn sie fortgegangen sind. Sag, er musste auch immer und überall seinen Ausweis vorzeigen. Naja, ist halt alles. Naja. Hm.
Are we there yet? Dude, stop. You know what? You're not allowed to say that. Ever again. Yes, sir. You'll be the first one to know when we get there, okay? I'm tired and hungry too. Listen, this looks like a perfect place to camp out. Aber ich frage mich jetzt gerade, wenn wir das Geld genommen hätten und dann trotzdem zum Vater ehrlich gewesen wären, hätten wir dann mehr bekommen? There's nobody out here. Warte mal, ich muss mal gerade. Ach, um Gottes Willen. Was haben wir denn jetzt hier? Restaurantquittungen. Passt jetzt so gar nicht ins Budget, doch wir sind stundenlang gelaufen. Danny brauchte das genau wie ich. Cheeseburger, Vanillemilchshake, Schokoladenmilchshake. Scheibenkleister. Shooting in Seattle. Diese Säcke denken wirklich, wir hätten den Cop getötet. Scheiße, ich will nicht in den Knast für etwas, das ich nicht getan habe. Schießerei in Südseattle. Ein Polizist wurde tot aufgefunden, zusammen mit der Leiche von Esteban Diaz, welcher anscheinend vom besagten Polizisten erschossen wurde. Der einzige Zeuge, ein Teenager, wurde während des Vorfalls bewusstlos und ist weiterhin im Krankenhaus. Details zu diesem Fall bleiben unklar und die zwei Söhne von Diaz, Sean und Daniel, werden zur Befragungswahl gesucht. Die Polizei glaubt das. Ja, und der wird wahrscheinlich wieder irgendwelchen Scheiß erzählen. Boah, da habe ich jetzt schon keine Lust drauf. Oh Gott, ein Haufen. Ach, um Gottes Willen. Wir haben uns eine Weile nicht unterhalten, aber ich habe gerade einen Haufen Bullen bei deinem Haus gesehen. Sag mir, ob alles cool ist, Sean. Alles cool bei dir? Unbekannt. Könnte das eventuell die Dingens sein? Die Maxine? Oh, das wäre so cool, wenn, wenn wir damit Max zu tun haben. Aber ich glaube es nicht. Das spielt ja, glaube ich, ein Jahr später. Leila kommt. Sie ist echt die coolere von euch beiden. Wo bist du, du Arsch? Schwing die Hufe, bring Bier mit. Ist schon alle. Sofort, du Hustensohn. Ah, das ist so ewig dauert manchmal. Weiß nicht, wann. Ach, gewinnen. Ich heiße, bist du bereit für die Party? Antworte. Was zum Teufel? Bist du hin? Komm zurück. Ich habe nicht gezeigt. Glaubst du, du bist der Einzige, der wen klar machen will? Hallo? Bist noch da? Lass mich hängen. Ernsthaft? Wie kommst, mache ich dich kalt. Hast du gehört? Das ist Halloween, nicht der 4. Juli. Scheiße, ich hasse es. Wenn Geist behandelst. Du machst bestimmt nicht, wenn du Chen schreibst oder was. Ich bin weg. Ruf mich an, wenn du soweit bist. Polizeiwagen in deiner Straße. Ruf mich bitte an. Papa sagt, deine Straße ist gesperrt. Siehst du was? Und dann schon antworte mir. Sag mir. Ich bin Krankenversorger, dein Haus ist in den Nachrichten. Scheiße, Mann. Scheiße, ruf mich an. Sie sagen, dein Vater wurde erschossen. Oder was weiß ich, das ist Schrott. Richtig, was auch immer passiert. Wann man spricht mit mir, ruf mich an. Irgendwas, ich muss... Ich muss nicht schlafen, ich muss ständig an dich denken. Ich muss wissen, dass es dir gut geht. Mir geht es nicht gut, Leila. Papa wurde erschossen. Ich bin mit Benny aus der Stadt. Oh mein Gott, was? Sean, wo bist du? Kann ich nicht sagen. Sean, ich bin so froh, dass es dir gut geht. Sorry, dass ich jetzt hier so durch, aber ich will das jetzt gerade echt lesen. Tut es nicht, Papa ist tot. Er hat ihn erschossen. Was? Wer hat wen erschossen? Ich kann nicht reden, wir müssen weg. Nein, komm sofort her. Ich kann nicht, ich kann helfen. Du hast ein Sicherheitsalarm. Nein, ich rufe dich an, wenn ich kann. Es tut mir leid. Ruf mich jetzt an, damit wir reden können. Ich muss deine Stimme hören. Ich weiß. Dann sagen wir es ihnen schon. Bist du da? Ich kann nicht schlafen. Ich muss ständig an dich denken. Passt auf euch auf. Ich liebe dich. Jungs, geht's euch gut? Ja, wir haben ein paar Stunden angehalten. Schläft. Er ist total fertig. Wo seid ihr jetzt? Verstecken uns. Papa kann euch abholen. Wir können darüber reden. Nein, leider. Es tut mir leid. Du kommst echt nicht zurück. Nein. Ich bin bei dir schon. Bitte ruf mich bald an. Hm. Du kommst. Sean, ich habe gehört, bei dir zu Hause ist was passiert. Bitte ruf Leila an. Wir sind für dich da. Sean, ich wünschte, ich könnte mit dir reden, aber meine Eltern sagen, das kann ich aus rechtlichen Gründen nicht. Mein Vater ist Rechtsanwalt und sagt, wir dürfen nicht involviert sein und dass du mich nicht mehr kontaktieren darfst aus rechtlichen Gründen. Oh, so ein Idiot. Ey, komm, da ist jetzt... Also, hallo? Was? Sie wollten auch nicht, dass ich dir texte, aber ich halt... Ich hasse dir zu sagen, wie leid mir das mit deinem Vater tut. Boah, was ist denn das für ein Vater? Ach nee, meine Mutter ist Rechtsanwältin. Was ist das für eine Mutter? Also meine Mutter, die würde... Ich weiß nicht, die würde auf jeden Fall mal sagen, dass ich demjenigen wenigstens mal schreiben soll, dass wir da sind und so.
Boah, Alter, das geht ja Rechtsanwältin. Und ich fände, klingt jetzt blöd, aber ob das jetzt wirklich so ein bisschen mit dieser Diskriminierung bezüglich Rassismus und so zu tun hat,